Für die Vöster Biene hat Innovation den allerhöchsten Stellenwert. Wir wandeln uns immer mehr von einem ehemals reinen Stahlhersteller hin zu einem Technologiekonzern. Und ja, das geht nur mit ständiger Forschung und Entwicklung und Innovation. Man hat erkannt, dass man eine Plattform benötigt, ein Förderinstrument benötigt, um Wissenschaft und Wirtschaft zur Kooperation, und zwar in der Grundlagenwissenschaft, anzuregen. Deshalb ist die CDG zunächst 1988 gegründet worden und dann 1995 als Verein auf neue Beine in eine neue Struktur gegossen worden. Also ein großer Vorteil von diesem Fördermodell von CD-Labors ist diese 7-jährige Förderungsperiode. 7 Jahre, das ist eine außergewöhnlich lange Förderzeit. Der Freiraum, der gegeben ist durch dieses Fördermodell, sprich, dass etwa 30% der Inhalte frei definierbar und wählbar sind, hat den Riesenvorteil, dass man sich über die Grenzen dessen, was man sich vorgenommen hat, auch noch hinaus bewegen kann. Ja, ich denke, dass das Fördermodell der Christian-Doppler-Gesellschaft ein einzigartiges Modell ist, weil nämlich genau diese Symbiose einerseits aus einem Industriepartner, wo ein sehr vertrauens- oder mehreren Industriepartner, wo es ein vertrauensvolles Verhältnis gibt und wo man dann imstande ist, diese Brücke zu schlagen von der Grundlagenforschung hin zur industriellen Anwendung. Und das ist sozusagen in diesem Fördermodell inhärent auch eingebaut. Und das macht dieses Fördermodell, denke ich, einzigartig. Die CDG hat auch mich persönlich in meiner beruflichen Zeit immer wieder direkt und indirekt mitbegleitet. Und inzwischen fühle ich mich da fast verpflichtet, mich einzubringen. Ja, ich denke, dass diese Einrichtung, die ist so wichtig, weil sie wirklich ein tolles Management der Schnittstelle ist zwischen Wirtschaft und Wissenschaft. Mit der CDG schaffen wir einen Brückenschlag von Grundlagenforschung hin zur wirtschaftlichen Innovation in der Praxis. Sie ist ein Erfolgsmodell in Europa und viele Länder beneiden uns um die CDG.